Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, über 5,5 Jahre parlamentarischer Aufklärung sind, ich will mal sagen, an einem vorläufigen Schlusspunkt angelangt. 2 Untersuchungsausschüsse, der Innenausschuss des Deutschen Bundestages, das Parlamentarische Kontrollgremium mit einem Sonderermittler haben sich mit dem Fall NSU und Weiterungen befasst. Und ich glaube, man kann wirklich sagen, noch nie in der Geschichte des Deutschen Bundestages wurde ein Sachverhalt so gründlich, so aufwendig parlamentarisch untersucht, wie dieser Komplex, wie diese Verbrechensserie. Und es zeigt, wie wichtig uns diese Aufklärung auch war. Und ich glaube, dass das Parlament all das untersucht hat, was es untersuchen kann. Viel mehr können Parlamentarier nicht machen. Vielleicht war es sogar manchmal so, dass wir, der Ausschuss bestand ja zur Hälfte aus ehemaligen Polizeibeamten, in einer fachlichen Tiefe gefragt haben, wie es jetzt nicht unbedingt von Abgeordneten zu erwarten ist und es möglicherweise auch die uns gegenüber sitzenden Zeugen nicht erwartet haben. Aber ich glaube, es hat dazu beigetragen, dass wir einiges an neuen Informationen gewinnen konnten. Und wenn ich ein untechnisches Fazit ziehen wollte über unsere Ausschussarbeit, würde ich sagen, wir haben mehr herausbekommen als erwartet, aber weniger als erhofft, weil natürlich noch drängende Fragen offen geblieben sind. Und dieser Bericht, fast ja, weit über 1500 Seiten, unsere Arbeit als Ganzes, die Arbeit dieses Parlaments, hat, glaube ich, 3 wichtige Beiträge geliefert. Ein Beitrag in der Sache, ein Beitrag für die Opfer und die Familien der Opfer und auch ein Beitrag für die politische und gesellschaftliche Debatte. Und zu allen 3 will ich kurz ein paar wenige Punkte anführen. Was hat der Ausschuss geliefert als Beitrag in der Sache? Eine der Leitfragen für uns war wirklich, war der NSU wirklich nur ein Trio? Kann es sein, dass innerhalb des Trios, so wie es der GBA formuliert, die beiden Männer alle 27 Verbrechen allein begangen haben? 10 Morde, 2 Sprengstoffanschläge, 15 Banküberfälle, verteilt über ganz Deutschland und nirgends, wo ihre Spuren hinterlassen haben, nirgendwo zweifelsfrei als Zeugen erkannt wurden. Sie sind Täter für uns, gar keine Frage. Aber können sie es wirklich allein gewesen sein? Und vorher bei Kollegin Mihalic wurde es ja schon deutlich, wir wissen auch nicht, wie es war. Aber diese Fixierung des Generalbundesanwaltes auf die Trio-These und wirklich nur das im Blick zu haben, das hat uns nicht überzeugt. Und wir hätten uns schon gewünscht, und wir hätten es auch für notwendig erachtet, dass man auch anderen Indizien stärker nachgeht. Ich weiß, man hat ein Verfahren gegen Unbekannt. Wenn der GBA jetzt zuguckt, regt er sich vielleicht auf. Das wissen wir, aber unsere Erwartung ist trotzdem eine andere. Und ich will an etwas erinnern. Warum wir so skeptisch sind, warum wir nicht locker lassen, warum wir vielleicht auch nerven, was übrigens unsere Aufgabe ist. Wir sind nicht für die gute Laune der Exekutive da. Als es die damals sogenannte Ceska-Mordserie gab, die den Namen nach der verwandten Waffe bekommen hat, waren sich die Ermittler sehr schnell einig, wie auch beim Sprengstoffanschlag in der Kolbstraße, das ist organisierte Kriminalität. Und haben an dieser These festgehalten bis ins Jahr 2010 hinein. Als die bayerischen Ermittler Zweifel angemeldet haben, ob es nicht vielleicht Fremdenfeindlichkeit, Fremdenhass sein könnte, wurden die abgebügelt nach dem Motto, wir sind uns aber sicher. Heute wissen wir, es war ganz anders. Als man den Mord an Michael Kiesewetter untersucht hat, hatte man nach kurzer Zeit DNA einer weiblichen Person. Und die Botschaft lautete, wir sind uns sicher, jetzt haben wir die Täterin, die Gartenhäuschen aufbricht und Morde begeht. Alle Zweifel wurden weggewischt, wir sind uns sicher, wir suchen eine Frau. Heute wissen wir, es war falsch. Und jetzt ist man sich sehr schnell sicher gewesen, der NSU ist nur ein Trio, die beiden Männer haben alle Taten begangen.
Und wer daran Zweifel äußert, schwört Verschwörungstheorien. Und da sage ich, nach den Vorerfahrungen wäre ich vorsichtig. Und deshalb müssen wir, glaube ich, immer wieder genau auf hinsehen. Das Thema DNA haben wir beleuchtet, wo wir finden, man hätte mehr tun müssen. Auch da will ich nur ein Beispiel nennen. Dass man die Wohnung des Terrortrios in der Polenstraße in Zwickau, wo sie gewohnt haben während aller Morde bis 2007, dass man diese Wohnung nach Auffliegen nie, nie auf DNA oder Fingerabdrücke untersucht hat, um vielleicht zu erkennen, wer hat sich denn in der Wohnung noch aufgehalten, ist für mich nicht zu entschuldigen. Tut mir leid. Zu den V-Leuten ist einiges gesagt worden. Ich will auch deutlich machen, auch für meine Fraktion, da enden die Gemeinsamkeiten. Nicht bei der Aufklärungsarbeit, aber in den politischen Schlussfolgerungen, ist ja auch nicht schlimm. Aber was wir fordern, neben den Reformen, die wir auf den Weg gebracht haben, neben einer strengeren gesetzlichen Grundlage, wenn wir mit diesem Instrument schon arbeiten, dann müssen wir die Informationsabschöpfung so organisieren, dass auch Jahre später noch nachvollziehbar ist, wer hat etwas gemeldet, wer hat nichts gemeldet, wer hat behauptet, ich kenne die drei nicht. Meint das 30, 40 V-Leute im weiteren Umfeld des Thüringer Heimatschutzes und des NSU am Ende unter kompletter Amnesie leiden und die drei gar nicht gekannt haben wollen? Das ist nur schwer nachvollziehen, aber es war nichts in den Akten. Wenn ich auf die Uhr blicke, bedauere ich gerade, dass ich eine Minute geopfert habe, weil der Kollege Schuster überzogen hat. Aber was will ich machen? Ich will noch betonen, unseren Beitrag für unsere Arbeit für die Opfer und ihre Familien und auch für die gesellschaftliche Debatte. Auch an die Adresse der Angehörigen, die heute hier sind. Ja, wir haben einige Fragen für Sie, die quälenden Fragen, auch nicht beantworten können. Warum der Mann, der Vater, die Tochter, die Schwester als Opfer? Warum gerade dieser Tatort? Wie lief die Tat ab? Dennoch glaube ich, dass wir durch die Art und Weise, wie wir Kontakt gehalten haben zueinander, Ihnen gezeigt haben, dass Sie nicht vergessen sind, dass wir an Ihrer Seite sind. Und ich möchte mich auch hier einmal ganz herzlich bei Barbara John bedanken, der Opferbeauftragten der Bundesregierung, die hier große Arbeit geleistet hat. Und wir haben einen Beitrag geleistet für die gesellschaftliche und politische Debatte. Unser Konsens, ich bedanke mich bei allen Kollegen für die gute Zusammenarbeit als Ausschussvorsitzender, unser Konsens war ein starkes Signal für ein starkes Parlament. Das muss man in der Deutlichkeit sagen. Unser Arbeiten hat die Sensibilisierung für das Thema gewaltbereiter Rechtsextremismus geweckt und ist ein starkes Signal an die Sicherheitsbehörden. Auch das muss man deutlich sagen. Und die Art und Weise, wie wir uns dem Thema genähert haben, ist, glaube ich, ein starkes, eindeutiges Signal, ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, wozu dieses Parlament wirklich hier auch dann beiträgt. Vielen Dank. Ich hab gerade gedealt mit der Präsidentin. Ich kriege noch ein paar Sätze. Sie wissen, es ist meine letzte Rede im Deutschen Bundestag. Ich darf mich vor allen Dingen bedanken. Zuerst bei den Männern und Frauen, ohne die wir unsere Arbeit nicht machen könnten. Unsere Mitarbeiter. Ich bedanke mich bei all denen in den Ausschusssekretariaten, im parlamentarischen Kontrollgremium, vor allen Dingen bei meinen Mitarbeitern in meinem Büro, die mir zum Teil seit 10, ja sogar seit 15 Jahren die Treue halten. Dankeschön. Ich bedanke mich bei Ihnen allen. Zunächst beginne ich bei den Kollegen der Abgeordneten der Opposition. Wir waren immer, die ganzen 15 Jahre, in denen ich hier war, politische Konkurrenten, aber immer auch menschlich Kollegen. Dafür auch vielen Dank an eure Adresse, beispielhaft Petra Pau und Irene Michalitsch. Ich bedanke mich natürlich bei unserem Koalitionspartner. Das war wirklich in dieser Legislatur, Burkhard Lischka, Eva Högel, eine Zusammenarbeit. So stellt man sie sich vor. Für eure Parteiführung könnte ja nichts. Also deshalb herzlichen Dank. Nein, wirklich ernsthaft, die Spitze konnte ich jetzt nicht zurückhalten, aber
Darum ging es mir nicht. Nein, wirklich, Burkhard, Eva, so arbeitet man zusammen. Das war, hat viel Spaß gemacht, war à la bonne heure, wirklich. Dankeschön. Und natürlich ein Dankeschön an meine eigene Fraktion. 15 Jahre, sehe viele bekannte Gesichter. Manche Schlachten haben wir gemeinsam geschlagen. Ich will stellvertretend mich bedanken bei Armin Schuster, Stefan Mayer. Ich glaube, wir waren ein gutes Team. Wir haben eine Menge angezettelt, vieles erreicht. Und als ein Fraktionskollege mal zu mir gesagt hat, was ihr Innenpolitiker euch alles rausnehmt, da habe ich gesagt, ja, völlig zu Recht. Ja, völlig zu Recht. Also deshalb Dankeschön für eure Unterstützung, eure Zusammenarbeit. Jetzt endet eine Zeit, 15 Jahre, vier Legislaturperioden, in denen ich meinen Wahlkreis Böblingen jeweils als direkt gewählter Abgeordneter hier vertreten durfte. Es war mir eine Ehre. Vielen Dank.